der Hauptfigur unserer heutigen Sendung, meine Damen und Herren. Besser gesagt, deren Hauptwerk bin ich vor einigen Jahren eher durch Zufall begegnet. Der Zufall trat in Gestalt eines Mopses auf, der sich über ein Buch in der Bibliothek des Schriftstellers Gregor von Rizzoli hermachte. Das Buch wurde gerettet und so trat ich erstmals in Kontakt mit seinem Autor, dem 1836 auf Syros geborenen Emanuel Ruidis, der 1904 in Athen starb und der Weltliteratur unter anderem einen Roman schenkte, der die Zeiten überdauerte, die Geschichte der Päpstin Johanna. Die Geschichte dieser Päpstin irrlichterte natürlich schon vor ihrer Romanbearbeitung Mitte des 19. Jahrhunderts durch die Literaturgeschichte. Bereits Giovanni Boccaccio, der unsterbliche Schöpfer und lügenhafte Erfinder des Decamerone, hatte so gegen 1360 den Fall in seine Sammlung von Porträts bedeutender Frauengestalten aufgenommen. Also den Fall jener Frau Johanna, die sich als Papst Johannes Angelicus nannte. Das Ganze soll sich im frühen 9. Jahrhundert zugetragen haben und entzündete immer wieder Männerfantasien. Hielt diese auch noch am Köcheln, als Historiker längst nachgewiesen hatten, dass es sich um nichts anderes handelte als um Männerfantasien eben. Für Emanuel Ruidis ist das Interesse an diesem Stoff allerdings bedeutend vielschichtiger angelegt. Seine Neugier, seine literarische Schaffenskraft gelten historischen Prozessen des Aufstrebens und des Niedergangs, der Dekadenz in der Gesellschaft. Derartige Verläufe untersucht der sehr gebildete Ruidis als Historiker und als Novellist, als Feuilletonist und eben auch als Romancier. Das hängt mit seiner Biografie zusammen und ganz gewiss auch mit den politischen Umständen, die er im Griechenland jener Jahre durchlebt. Schauen wir uns den Mann aus der Nähe an. Es gibt, soweit ich weiß, nur zwei Fotos von Ruidis. Eines davon können wir Ihnen vorführen. Verehrte Zuseher, und für diejenigen unter Ihnen, die hier wenig erkennen, darf ich nachtragen, dass dieses Bild, das um 1866 entstand, einen schmucken Mann zeigt, der nicht mehr Bart trägt, als zu jener Zeit kleidsam ist. Die Aufnahme wurde offensichtlich in einem Studio angefertigt. Der Porträtierte blickt dem Beschauer nicht unfreundlich, nicht anbiedernd, eher gelassen, kraftvoll entgegen. Ein junger Mann, dem seine Bildung und seine gesellschaftliche Stellung zu einer unaufdringlichen Sicherheit verholfen haben. Als das Foto entstand, war Emanuel Ruidis 30 Jahre alt und lebte in Athen. Seine Familie stammte aus Chios in der Ostägäis, einer der reichsten Inseln Griechenlands. Und das Schicksal von Chios müssen wir hier kurz erwähnen, denn es erhält einige der politischen, der historischen Umstände, die auch die Biografie von Ruidis prägten. Griechenland war bis zum Jahre 1829 eine Provinz des Osmanischen Reiches. Doch seit den 20er Jahren dieses 19. Jahrhunderts stritten die Griechen um ihre Unabhängigkeit, um die, wie es hieß, Freiheit von den Türken. Und die Bewohner von Chios, die griechischen Bewohner von Chios, denn es ging dort recht besehen eher bunt gemischt zu. Also die griechischen Bewohner rebellierten bereits im Februar 1822 gegen die Türken. Das war vielleicht mutig, militärisch aber eher eine, siehe oben, eine, wenn auch mit anderen Mitteln angeheizte Männerfantasie. Denn die mächtige türkische Flotte, deren Verbände zudem in der unmittelbaren Nähe von Chios lagen, hatten überhaupt keine Schwierigkeiten, den Aufstand gleichsam ein Lehrbeispiel setzend niederzuschlagen. Mehr als 20.000 Männer wurden hingeschlachtet, mehr als doppelt so viele Frauen und Kinder in die Sklaverei verschleppt. Emanuel Ruidis, dessen Familie sich rechtzeitig auf die Insel Syros in Sicherheit bringen konnte, zog Jahrzehnte später aus dieser Erfahrung die beiden wichtigen Schlüsse, dass Dekadenz nicht notwendig die Unfähigkeit zum Handeln mit sich führt und schon gar nicht die Unfähigkeit, Grausamkeit zu praktizieren. Doch das hatte er vermutlich auch schon bei seinen Studien zum Umfeld der Geschichte der Päpstin Johanna erfahren. Er zog den weiteren, den viel bedeutenderen Schluss,
dass eine Erneuerung der griechischen Kultur wichtiger war als die Bewaffnung von ein paar Rebellen mit Musketen. Viel entscheidender waren die Erneuerung der Kultur und vor allem und allem vorweg die Erneuerung der Sprache. Die vom einfachen griechischen Volk gesprochene Sprache, die Dimotiki, sollte das Idiom für die künftige kulturelle und damit auch soziale Verständigung der Griechen werden. Der gewachsenen, der im Umgang gehechtete Schnabel, die Sprache auch der Lieder des Volkes. Wie im Deutschland der Gebrüder Grimm, wie im Russland der Volksfreunde, wie im Schottland des Sir Walter Scott. Klar. Das waren Verbündete der unterschiedlichsten geistesgeschichtlichen Herkunft. Doch was sie einte, war das Bemühen um eine kulturelle Erneuerung. Es galt, verkalkte Traditionen abzustreifen. Es galt ganz emphatisch, auch als Grieche, als Neugrieche, wie es damals hieß, Europäer zu werden. Als Europäer wurde man ein Kind der europäischen Aufklärung. Und das bedeutete sich nie und auf keinem Gebiet je wieder der Moderne zu verschließen. Der Roman I Papissa Ioanna, also die Päpstin Johanna, ist eine virtuose Demonstration, wie man gleichsam mit einem langen Lasso nach der westeuropäischen Kulturgeschichte werfen kann. Es geht um die Geschichte der kleinen, frühverwaisten Johanna, die angeblich 818 als Kind eines englischen Priesters und dessen Frau Jutta im Dienste der Sachsenmission auf die Welt kam. Der Zölibat war damals übrigens, wir reden vom frühen 9. Jahrhundert, noch kein Thema. Die kleine Johanna wird von einem Frauenkloster aufgenommen. Sehr früh stellt sich ihre außergewöhnliche intellektuelle Begabung heraus. Bald betrauen sie ihre Oberen mit der Arbeit in der Bibliothek, einem geheimnisvollen, einem auch sehr verschwiegenen Ort. Dort begegnet sie dem attraktiven Mönch Frumentius. Sie müssen das nicht wirklich wissen, meine Damen und Herren, aber Frumentius ist der Name jenes Missionars, der im 4. Jahrhundert die Äthiopier zum christlichen Glauben bekehrte. Ich erwähne diesen Umstand auch nur deswegen, um Ihnen schon einmal anzudeuten, welches Vergnügen also Emmanuel Ruides daran hatte, falsche Fährten der Gelehrsamkeit zu legen. Die immer noch sehr junge Johanna wird von diesem Namensvetter des Frumentius dazu überredet, mit ihm und als Mann verkleidet in ein Kloster nach Fulda zu reisen. Das unheilige Projekt fliegt aber auf. Frumentius und Johanna müssen fliehen, müssen eine Irrfahrt antreten, die sie über verschlungene Wege schließlich wohin? Jawohl, nach Griechenland führt. In Griechenland kann sich Johanna wieder ihren klassischen Studien widmen, langt dadurch in kürzester Zeit höchstes Ansehen, während ihr Gefährte, der intellektuell offensichtlich weniger begabte Frumentius, durch sie eindeutig in den Schatten gestellt wird. Das führt zu nachvollziehbaren Spannungen in der Beziehung. Johanna, ehrgeizig und von Wissensdurst geplagt, beschließt ihren engen Begleiter zu verlassen, um in Italien, um in Rom zu den wahren Quellen der Gelehrsamkeit vorzudringen. Wieder wird das eine Aktion in aller Heimlichkeit. Wieder reist Johanna als Mann verkleidet. Und wieder, das muss wohl in der Natur der Frauen, zumindest dieser Frau liegen, wieder verliebt sie sich in einen Mönch. Also Pater Johannes, hat inzwischen in einer Art Blitzkarriere den Vatikan erobert, wird zum Papst gekrönt, trägt aber, siehe auch unter Mönch, trägt ein Kind unter ihrem Herzen. Das Kind kommt während einer Prozession in der heiligen Stadt auf dem Lateranplatz zur Welt. Die Mutter, die Päpstin, stirbt. Selbstverständlich, meine Damen und Herren, selbstverständlich handelt es sich um einen satirischen Roman. Und beim Humorverständnis des Vatikans darf es uns auch nicht wundern, dass das Werk zum großen Vergnügen des Autors auf dem Index der verbotenen Schriften landete. Schon damit hatte sich Emmanuel Ruides in eine Gemeinschaft von Autoren hineingeschrieben, in deren Gesellschaft man sich durchaus wohlfühlen konnte. In seinem Fall
hatten gleich mehrere empörte Bischöfe und Kardinäle das Buch der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht. Nur zur Erinnerung, es war dies die Zeit, in der über viele Schritte das Dogma über die Unfehlbarkeit des Papstes vorbereitet wurde. Nun wäre aber nichts törichter, als dem Autor, als Emanuel Ruides, einen spektakulären, einen billigen Antiklerikalismus vorzuhalten. Sein Roman schaute überhaupt nicht nach Rom, er blickte vielmehr auf die verschiedenen Szenen der zeitgenössischen europäischen Literatur. Und er zeigte mit großem Geschick, dass man sich auch in Griechenland, wenn Sie so wollen, 2000 Jahre nach den Klassikern wieder auf die Kunst der Satire verstand. Ruides schrieb nämlich nicht einfach einen Roman. Er verpackte seine Erzählung in die Erfindung einer historischen Erkundung. Klar, erkennbar spöttisch gegenüber allen Quellen, den Erfundenen, das ist die Mehrzahl, wie den Nicht-Erfundenen, die es selbstverständlich auch gibt. Theologisch ist das ganze Unternehmen, wenn Sie mir jetzt einen sehr reißerischen Vergleich gestatten, verehrte Zuseher, theologisch ist das so kirchenkritisch wie Umberto Ecos Roman Im Namen der Rose. Nur ist es filmhistorisch bislang leider in schlechtere Hände geraten, wie übrigens auch die Übersetzungen ins Deutsche. Davon gibt es eine ganze Reihe. Den schönsten Titel möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Er lautet Die Päpstin Johanna, Historie des heiligen Mädchens Johanna, wie sie lebte, liebte und Papst wurde, wie sie verdarb und in Sünden niederkam, nach alten Chroniken für die Nachwelt aufgezeichnet. Ein solcher Titel, meine Damen und Herren, könnte selbst mich wieder zu einem Befürworter der Inquisition und der ihr unterstellten Institutionen machen. Wir haben vorhin in Bezug auf Emanuel Ruides das Wort Spötter gehört. Und wenn Sie diesen Ausdruck als ein literarisches Gütesiegel verstehen, sozusagen als Ausweis für einen Club, zu dem so verschiedene Autoren wie Thackeray, Fielding und Mark Twain, vielleicht auch Montaigne gehören, dann habe ich mich richtig ausgedrückt. Ruides arbeitete nämlich an dem großen Werk und stets auch an der Miniatur. Das Kaffeehaus war genauso sein Zuhause wie die Bibliothek. Gut, nicht unbedingt die Staatsbibliothek in Athen, deren Leiter er war, wenn die Obrigkeit ihn nicht gerade wieder auf politischen Druck hin entlassen hatte. Doch sein Wissen trug er ohnehin, wie Heinrich Heine das mal ausdrückte, als zwitscherndes Vogelnest im Kopf. Da mochte ihm der Zugang zu den Folianten verbieten, wer immer stolz darauf war, Erfüllungsgehilfe der Macht zu sein. Emanuel Ruides konnte sich rächen und er übte Rache durch eine beeindruckende Zahl von Glossen, von Essays, von kleinen Invektiven, kleinen, brillanten literarischen Sticheleien. Wie zum Beispiel beim Gruß an seine Kritiker. Den darf ich Ihnen vorlesen. Auch mein Magen ist nämlich sensibel und wird mit zwei Dingen nicht fertig. Hummer und Emotionen. Emotionen zu vermeiden fällt mir leicht, jedoch keinen Hummer zu essen, wäre ein so großes Opfer, dass ich oft vergesse, wie schwer verdaulich er ist und mich an den Spruch erinnere, man soll all denen verzeihen, deren Fehler man liebt. Er verteidigte eben auch die Hummer. Vermutlich hätte er sogar den Mops verteidigt, der bei unserer ersten Begegnung sein Werk zu zerreißen drohte.